Vielen Dank den Organisatorinnen und allen, die hier sind. Es ist toll, dass Sie hier sind, der Kälte widerstehen für den Augenblick. Und ich hoffe, dass Sie es nicht bereuen, denn ich habe tatsächlich das, was ich Ihnen jetzt erzählen möchte, gestern meiner 8-jährigen Tochter zum ersten Mal erzählt. Und die hatte heute Nacht schlecht geschlafen. Deshalb sind wir alle erst übernächtigt. Aber es kann bei meiner Tochter auch dran liegen, dass sie heute einen Französisch-Test schreibt. Mein Name ist Michael Simon de Nommier. Sie können den Nachnamen auch aussprechen, Simon de Nommier oder wie ich neulich liebevoll genannt wurde, Simon de Nommier. Ein internationaler Familienname, mit dem ich heute hier bin, um über mein deutsches Erbe zu sprechen. Und das lautet, nie wieder. Ich gehöre noch zu einer Generation, die nie einen Großvater hatte. Die Großmutter, zu der ich das engste Verhältnis hatte, unsere Omi, war zu Lebzeiten keine Heilige. Sie war auch keine Widerstandskämpferin und sie hat keine Juden versteckt. Und dennoch hatte sie das Auftreten einer moralischen Autorität. Ethnisch zählte sie sich zu den Katten, einem längst verblichenen germanischen Völkchen, das zuletzt im hessischen Raum gesiedelt hatte. Mein französischer Großvater hatte sich verliebt in ihre hellblauen Augen und sie hatte ihn verehrt als Abbild eines Normannen. Stolz war meine Großmutter darauf, dass sie als junge Frau mit dem Fahrrad durch ganz Deutschland gefahren war. 30 Jahre nach Erfindung der Fahrradkette. Und da Deutschland war damals etwas weitläufiger. Junge Frauen auf zwei Rädern, selbst damals nicht so sicher, wie Eltern sich das wünschen. Berufstätig hatte sie später die Einladung zu den Wagner-Prozessionen in Bayreuth wahrgenommen, als Gratifikation. Und als Hitler nach Bad Godesberg kam, hat sie ihm zugejubelt. Das ist meins, das muss ich ausmachen. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte es ausgemacht. Auch mein französischer Großvater war angetan von dem, was er Départ de la Jeunesse nannte, dem Aufbruch der Jugend unter den Faschisten. Erleichtert war ich, dass ich trotzdem in ihrer Liebesbriefkorrespondenz keine Spur von Antisemitismus fand. Vom Holocaust wusste meine Oma mehr oder weniger spätestens, seitdem ein befreundeter Fronturlauber ihr schweren Herzens beichtete, hinter der Ostfront auch Kinder zu erschießen. Kinder! Dass eines ihm am Rockzipfel seiner Uniform gegriffen hatte und gefragt hatte, Onkel, wo soll ich mich hinknien? Das hatte er nicht verwunden. Und ich werde es immer in Erinnerung haben und weitertragen, solange ich lebe. Für meine Oma bedeuteten diese Gräuel den Verrat an allem, was sie als deutsche Werte tief empfunden hatte und nie für möglich gehalten hatte. Obwohl Mein Kampf, Schweinsledern, gebunden auch in ihrem Bücherregal stand und sie sich später einmal rühmte, alle Bücher auch gelesen zu haben. Zu spät für Konsequenzen, beschäftigt damit zu überleben und für das kleine Würmchen, das meine Mutter war, von Tür zu Tür im Spätwinter, Frühjahr 1945 zu ziehen und Milch zu erbetteln, verzweifelte sie beinahe an diesem Zusammenbruch, berappelte sich wieder tapfer in den Jahren des Wiederaufbaus und vermochte doch nie, über das Dritte Reich zu reden, ohne bittere Tränen zu vergießen und viel öfter zu verdrängen. Ihre Lektion hatte sie dennoch gelernt. Aus dem Würmchen, dem die Bauern keine Milch geben wollte, weil es eh zu schwach zum Überleben sei, war mittlerweile eine durchaus propere junge Frau geworden mit dickem blonden Haar. Und der Kinderarzt hatte noch 1953 gesagt, wenn das unser Führer erlebt hätte, die hätte einen Preis für arische Ausstrahlung gewonnen. 1953. Doch dann stand ausgerechnet ein recht dunkelhaariger Herr Simon auf der Matte, dessen Großmutter eine geborene Davids war und dessen Vater sich stets bemüht hatte zu betonen, dass seine eigenen Vorfahren mitnichten aus dem Heiligen Land stammen, sondern mit den Hugenotten in den Hunsrück gekommen waren. So richtig nachvollziehen konnte man das damals wie heute in Berlin nicht mehr. Schon am Tag nach der Verlobung, wir schreiben das Jahr 1969, bekam meine Oma Besuch von einer Nachbarin, die sie drängte, sie müsse diese Verbindung beenden. Die Verlobung muss sofort aufgelöst werden. Impliziert war, es dürfen keine Kinder aus dieser Verbindung hervorgehen, denn
Jener Herr Simon aus irgendwo habe eine jüdische Unterlippe. Die Reaktion meiner Oma kam prompt, und das durfte sie uns später tatsächlich mit einem gewissen Stolz erzählen: raus. Und zwar nicht zu meinem Vater, sondern zu der unverbesserlichen Nazi-Nachbarin. Meine Oma hatte immerhin eine Lektion gelernt, und die darf heute nicht weniger energisch und nicht weniger deutlich ausfallen: nie wieder. Keinen Millimeter Platz werde ich für Judenhass lassen. Und wir wollen den Davidstern nie wieder als Stigma auf unseren Häusern sehen. Im Gegenteil, wir wollen den Davidstern betrachten als Symbol für unser Miteinander, als Symbol dafür, dass jüdisches Leben in unserer Mitte und in unserem Herzen stattfindet. Und deshalb verteilen wir seit einer Woche diese Aufkleber als Auszeichnung an die freundlichsten Orte Berlins, denn dort sollen sie kleben. 3.500 Geschäfte wurden von der Generation meiner Großeltern in der sogenannten Reichskristallnacht verwüstet. Nochmal so viele, also insgesamt 7.000 in ganz Deutschland. Und ebenso viele Sterne des Willkommens sollen in unserem Deutschland auch in Zukunft die Sichtbarkeit und die Verbundenheit zeigen. Das schulde ich sowohl den Tränen als auch der Mitschuld meiner Omi und der Zukunft meiner Tochter. Vielen Dank.